le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Liebe Schülerinnen der Terminalklasse, guten Tag. Herr Elanga, Ihr Deutschlehrer, ist wieder da für Sie. Wie letztes Mal, wie geht es Ihnen? Machen Sie einfach mit einem Zeichen. Gut. Nicht so gut oder ziemlich gut oder nicht gut. Es geht Ihnen gut, es geht mir auch gut. Okay, was haben Sie letztes Mal gelernt? Ja? Genau, wir haben das Thema Entwicklungsprobleme eingeführt. Okay, und was haben wir gesagt? Ja. Ja, wir haben einige Wörter mit dem Thema Entwicklung hier verbunden. Okay? Welche Wörter zum Beispiel? Ja, Reichtum, Armut, Arbeitslosigkeit, Trinkwasser, ja, und so weiter und so fort. Okay? Heute, also, fangen wir mit dem neuen Unterthema an. Okay? Das Unterthema ist Entwicklungszusammenarbeit. Okay? Entwicklungszusammenarbeit. Welches Lernziel wollen wir mit diesem Unterthema erreichen? Am Ende dieses Unterthemas können Sie sich zum Thema Entwicklungshilfe äußern. Das bedeutet, sind Sie dafür oder dagegen und Sie sollen auch Argumente geben. Okay? Aber heute, was machen wir heute? Heute wollen wir zunächst einmal unsere Vorkenntnisse über den Begriff Entwicklungshilfe ja aktivieren. Danach werden wir einen Text lesen und wir werden auch untersuchen, ist die Autorin für die Entwicklungshilfe ist oder ist sie einfach gegen die Entwicklungshilfe. Okay, das werden wir ja einige Übungen machen. Und am Ende werden wir ja diese Übungen korrigieren, okay? Ohne Zeit zu verlieren, fangen wir ja mit der Bildbeschreibung an. Ja, das ist also die Bilder. Was fällt Ihnen auf? Ja, was fällt Ihnen auf? Es gibt ja zwei Bilder. Wir fangen mit dem ersten Bild an. Ja, was fällt Ihnen auf? Ja, was sehen Sie? Ja, Sie sehen, ich sehe Frauen. Ich sehe Frauen, ja, Frauen. Frauen, genau. Und was machen diese Frauen? Was machen sie? Genau, diese Frauen holen Wasser. Diese Frauen holen Wasser. Ja, und wie ist dieses Wasser? Wie ist dieses Wasser, liebe Schüler?
Genau, ja, das Wasser ist schmutzig. Das Wasser ist schmutzig. Das Wasser ist schmutzig, okay? Denn ja, das Wasser ist wie dunkel, ist schwarz. Und wir haben gelernt, sauberes Wasser ist farblos, aber dieses Wasser ist schwarz, okay? Ja, welche Risiken laufen diese Menschen? Welche Risiken? Genau, ja, viele Krankheiten, okay? Diese Menschen sind vielen Krankheiten ausgesetzt, okay? Wie zum Beispiel, genau, Cholera. Cholera, was noch? Genau, Typhus. Was noch? Ja, warum nicht? Durchfall. Durchfall, okay. Viele Krankheiten. Ja, ja. Sind diese Menschen reich oder arm? Natürlich, ja. Diese Menschen sind arm. Okay, jetzt Bild 2, ja, Bild 2, was sehen Sie? Was sehen Sie? Genau, Menschen, ja. Menschen, genau. Ja, schwarze und weiße Menschen, okay? Schwarze und weiße Menschen. Was noch? Und was machen diese Menschen? Was machen diese Menschen? Ja, diese Menschen, ja, sie holen Wasser. Aber wie bekommen diese Menschen Wasser? Wie? Genau, mit Hilfe einer Bohrung. Ja, sie holen Wasser mit Hilfe einer Bohrung. Okay? Okay? Ja. Und Ihrer Meinung nach, wir haben schwarze Leute, wir haben schwarze Leute und wir haben auch die Weißen. Ja, sie sind hier. Ihrer Meinung nach, wer haben dieses Projekt finanziert? Wer? Ja, vielleicht die Weißen, ja. Oder auch, vielleicht auch die Afrikaner, okay? Jetzt, also nehmen wir an, die Weißen haben dieses Projekt finanziert, okay? Wie nennt man diese Initiative? Wie nennt man diese Initiative? Genau, das ist Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe, das ist das Thema. Okay, Entwicklungshilfe. Jetzt die Frage. Sind Sie für die Entwicklungshilfe oder sind Sie gegen die Entwicklungshilfe? Das werden wir lernen. Okay? Also, wir werden einen Text lesen. Okay? Wir werden einen Text lesen. Der Titel ist Entwicklungshilfe pro oder contra. Entwicklungshilfe pro oder contra. Okay? Also, wenn wir einen Text lesen sollen und bestimmte Übungen machen sollen,
Also gibt es ja einige Etappen, die wir respektieren sollen. Zunächst einmal, wir lesen den Titel des Textes. Was ist der Titel? Der Texttitel ist Entwicklungshilfe pro oder contra. Das ist der Titel. Zunächst einmal, der Titel kann uns schon Ideen geben, okay? Also, danach lesen wir die Fragen zum Text. Zum Beispiel hier haben wir richtig oder falsch, Zeile bitte angeben. Afrika ist arm an natürlichen Ressourcen. Für viele Afrikaner muss die Hilfe immer von fremden Ländern kommen. Wegen der Entwicklungshilfe kontrollieren die Industrieländer die politische Lage in Afrika. Für wehe Tata macht die Entwicklungshilfe Afrikaner fleißig. Das sind schon unsere Fragen. Und die Fragen auch können uns schon orientieren, okay? Wenn wir die Fragen gelesen haben, dann die nächste Etappe ist den Text lesen. Wir lesen jetzt den Text, okay? Also, die Autorin ist Wehe Tata. Wir lesen den Text zusammen, okay? Also, jetzt haben wir das allgemeine Prinzip, man muss den Afrikanern helfen, ist falsch. Afrika ist nicht arm. Wie kann es sein, dass ein Kontinent, der so viel Reichtum hat, als Bettler dargestellt wird? Entscheidend ist, das Selbstbewusstsein der Afrikaner zu stärken, damit sie die Hilfe selbst in die Hand nehmen. Okay? Dazu braucht man viel Geld. Gegenwärtig ist bei vielen der Gedanke verankert, dass die Hilfe von außen kommt. Das lähmt die Initiative. Dann sitzen die Leute da und warten auf Hilfe. Die Entwicklungshilfe des Nordens verfolgt marktwissenschaftliche und marktpolitische Interessen. Wer gibt, der entscheidet. Die Importe von billigem Milchpulver, Altkleider oder tiefgefrorenen Hähnchenschenkel machen die einheimischen Märkte kaputt. Text aus Ihr und Wir plus 4, Seite 26. Okay? Wir haben schon den Text gelesen, aber um die Übungen zu machen, sollen Sie den Text 2 oder 3 Mal lesen. Sie lesen den Text und Sie unterstreichen neue Wörter. Wörter, die Sie nicht verstehen. Die Bedeutung von diesen Wörtern können Sie in der Worterklärung ja finden oder Sie können auch Wörter segmentieren oder auch Sie können die Wörter je nach dem Kontext ja erklären. Okay? Jetzt machen wir ja die Übung. Die Übung 1. Richtig oder falsch? Zeile bitte angeben. Okay? Zeile angeben. Eine Person liest die Frage und eine andere ja beantwortet die Frage. Okay? Ja. Frage 1. Ja?
Africa is armed and natürlichen Ressourcen. Africa is armed and natürlichen Ressourcen. Richtig oder falsch? Ja? Genau, das ist falsch. Eins. Das ist falsch. Zeile. Genau, 3 bis 5. 3 bis 5, sehr gut. 2. Für viele Afrikaner muss die Hilfe immer von fremden Ländern kommen. Richtig oder falsch? Ja, sehr gut. Das ist richtig. 2 ist richtig. 2 ist richtig. Zeile 10 bis 12. Okay? Weiter. Wegen der Entwicklungshilfe kontrollieren die Industrieländer die politische Lage in Afrika. Richtig oder falsch? Genau, das ist richtig. Das ist richtig. Zeile? Genau, Zeile 14 bis 16. Okay, sind wir einverstanden? Ja. 4. Für welche Data macht die Entwicklungshilfe Afrikaner fleißig? Fleißig, richtig oder falsch? Gut, das ist falsch. 4. Das ist falsch. Zeile 16 bis 19. Sehr gut. 16 bis 19. Okay? Das ist unsere erste Übung. Immer. Sie sollen nicht einfach sagen falsch, richtig, falsch, richtig. Das passt nicht. Sie sollen falsch und dann Zeile, richtig, dann Zeile. Okay? Ja. Wir machen ja weiter mit der zweiten Übung. Wie heißt das im Text? Textstelle abschreiben. Das ist eine andere Übung. Diese Übung sehr oft ja kommt ja bei der Prüfung. Okay? 1. Ja, die Afrikaner sollen lernen, sich selbst im Rahmen der Entwicklung zu helfen. Wie heißt das im Text? Ja, entscheidend ist das Selbstbewusstsein der Afrikaner zu stärken, damit sie die Hilfe selbst in die Hand nehmen. Okay? Sehr gut. Haben alle gefunden? Okay, wer hat gefunden? Ja, Finger hoch. Gut, fast alle, das ist gut. Dann 2. Die Entwicklungshilfe hat einen negativen Einfluss auf die lokalen Märkte. Wie steht das im Text? Genau, die Importe von billigem Milchpulver, Altkleidern oder tiefgefrorenen Hähnchenschenkel machen die einheimischen Märkte kaputt. Okay? Hier sind die Antworten. Haben Sie gefunden? Okay, haben alle gefunden? Wer hat ja die richtige Antwort? Wer hat alles gefunden? Okay? Genau. Okay, wir haben also den Text gelesen und die Übungen gemacht.
Ich habe jetzt eine sehr wichtige Frage. Ist Veritata für oder gegen die Entwicklungshilfe? Ist sie für oder gegen? Genau. Veritata ist gegen die Entwicklungshilfe. Sie ist dagegen. Okay? Und sie hat Argumente. Welche Argumente gibt sie? Welche Argumente gibt Veritata? Welche Argumente? Ja, sie sagt zum Beispiel, die Entwicklungshilfe macht Afrikaner faul. Ja, was noch? Ja, die Afrika ist nicht arm. Ja, das ist auch ein sehr gutes, ein sehr interessantes Argument. Okay, was noch? Sehr gut. Die Entwicklungshilfe verfolgt wissenschaftliche und marktpolitische Interessen. Veritata, deswegen sagt, ist Veritata gegen die Entwicklungshilfe. Okay? Sie ist dagegen. Okay? Also, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, wir sind ja zu Ende dieser zweiten Unterrichtssequenz gekommen. Okay? Wir haben also einen Text gelesen. Wir haben einen Text gelesen und wir haben auch Übungen gemacht. Wir sind zum Schluss gekommen, dass Veritata, die Autorin von diesem Text, gegen die Entwicklungshilfe ist. Und sie hat auch Argumente gegeben. Interessante Argumente gegeben. Aber eine Frage. Hat die Entwicklungshilfe keine positiven Aspekte? Das ist also Ihre Hausaufgabe. Zu Hause sollen Sie, also die Hausaufgabe, welches sind Ihrer Meinung nach die positiven Aspekte der Entwicklungshilfe? Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, wir sind am Ende dieser Unterrichtssequenz. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.